Gut, damit haben wir die zweite Westholm-Mission geschafft. Und es geht weiter nach Rosotores, der Heimat des Roten Prinzen. Jetzt treten wir dem Roten Prinzen endgültig persönlich gegenüber und bringen ihn zur Strecke. Euer Majestät, dank eurer Weisheit ist es uns gelungen, den Verräter gefangen zu nehmen und den Roten Prinzen aus Westholm zu verjagen. Lasst uns jetzt den entscheidenden Schlag gegen den Roten Prinzen führen. Der Rote Prinz hat sich in seine gut geschützte Hauptstadt auf der Spitze des Bergplateaus von Rosotores zurückgezogen. Die Stadt wird wie eine Festung von diesen drei Garnisonen hier bewacht. Nur wenn wir gemeinsam zuschlagen, haben wir eine Chance. Wer immer von uns den Angriff anführt, er muss unsere Basis an dieser Stelle errichten und von dort aus den Angriff koordinieren. Die anderen Ritter werden den Angriff von diesen drei Punkten aus unterstützen. Ich habe euch lange und gut gedient, Majestät. Lasst mich eure Armeen anführen in der letzten Schlacht gegen den Roten Prinzen. Ja, wenn wir Pech gehabt hätten, hättest du uns verraten, Alandra. Also nix da. Ihr habt uns weise geführt, Euer Majestät. Schenkt einem alten Händler den Ruhm, den Roten Prinzen zu fangen. Wäre eine Überlegung wert, Elias? Eure Weisheit hat mich tief beeindruckt. Ohne Zweifel werdet ihr auch diesmal die richtige Entscheidung treffen. Werden wir sicher? Ich werde führen oder ich werde folgen. In jedem Fall aber werde ich kämpfen. Das hoffen wir doch, Thordal. Es wäre eine Ehre für mich, euch den Roten Prinzen ausliefern zu dürfen. Deswegen darfst du das auch machen, Marcus. Ja, der Rote Prinz hat sich nach Rosotores zurückgezogen. Die Hauptstadt seines Reiches ist eine schwer bewachte Festung. Lass uns den letzten Schlag gemeinsam führen und den Roten Prinzen von seinem Thron stoßen. Wir sollten so schnell wie möglich unsere Siedlung aufbauen. Darüber hinaus muss ich möglichst rasch Baron werden. Es wird nicht lange dauern, bis der Rote Prinz unsere Anwesenheit bemerkt. Wir müssen uns auf seine Angriffe vorbereiten und unsere Stadt mit einer Mauer schützen. Da haben wir eine ziemlich interessant liegende Getreidefarm und Holzfällerhütten. Also Holzfällerhütten haben wir wohl zu Genüge schon mal. Ja, hier oben hätten wir Kräuter, die wir sammeln könnten. Haben wir auch was im Stadtzentrum? Ja, den Bäcker. Den Bäcker und einen Metzger. Unsere Stadt mit einer Mauer schützen, das sollte kein Problem darstellen. Alles klar. Jedenfalls in die eine Richtung, in die andere Richtung. Wobei, wir sind hier ziemlich. Wir sind in einem Tal ziemlich gut abgeschottet. Eigentlich. Banditen haben einen Karren erbeutet. Und ja, überall gibt's Banditen hier. Nee. So, hier eine Straße. Noch gleich schon mal hier hinter eine Straße ziehen. Hier sollten wir jedoch aufpassen. Oder das Gebiet noch einnehmen. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Und hier brauchen wir auch eine Straße. Hin. Von hier aus. So, Holzfällerhütte ausbauen. Du wirst ausgebaut, du auch. Die Jägerhütte ausbauen.
Na gut, lassen wir das so. Alles klar. Ja, hier würde es Fisch und so geben. Ei. Das hier wäre der erste Außenposten des Roten Prinzen. Schon okay. Unterwegs. Okay, okay. Banditen haben einen Karren erbeutet. Tja, da gibt's Banditen, die unsere Vorräte von Marcus? Marcus. 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 Banditen. Ja, also der Bug ist sehr fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Kühe und Schafe könnten wir bei Grün kaufen. Wir könnten auch Grüne und Schafe bei Lila kaufen. Ja, gut. Weideflächen hätten wir ja ein bisschen. Da kommt Geld für uns. So, das heißt, wir investieren erstmal 25 Steine hierhin. Und die restlichen Steine nutzen wir erstmal hier zum Dichtmachen. Wobei es sicherlich auch gegangen wäre, das Nachbarterritorium einzunehmen und das abzudichten. Aber ja, machen wir es erstmal so. Sofort! Sofort! Okay, dafür brauchen wir mehr Geld. Euren Befehl. Karren mit Geld wird wieder vom Banditen abgefangen. Noch ein Karren mit Geld. Banditen haben einen Karren erbeutet. So, unsere erste Mauer steht schon mal. Kümmern wir uns jetzt mal um die Kleidung, die wir so bräuchten. Und um ein bisschen mehr Straße. Am besten auch noch so hier rum. Dann haben wir hier ein bisschen Platz. Ja, wie gesagt, da können wir hier unten rum. Wir können hier noch ein Stadttor, damit wir an den Fisch und an das Wild hier unten kommen. Unser Torres hat keinen Winter. Flüsse frieren also nicht so.
Verstanden. Verstanden. Wir können uns aber auf jeden Fall noch umsehen. Ei! Was es hier noch so für Regionen und Gebiete gibt. Oh, zum Beispiel schon die Ruinen hier plündern. Wäre auch so eine Idee. Auf euren Befehl. Verstanden. Alles klar. Auf euren Befehl. Hier gibt es einen Bergpfad nach oben. Verstanden. Jawohl. Sofort. Mit noch einem Banditenlager. Sofort. Banditen haben auf einen euren Befehl erbeutet. Verstanden. Ja, sehr viele Banditen. Hier wäre noch eine Ruine, die wir nicht plündern können, weil Banditen sie uns die Karren abknüpfen würden. Hm. Ei! Wie ihr wünscht! Aber ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich mach mal hier einen Quick Save. Oder ich hätte mit dem Quicksave noch ein bisschen warten sollen. Mach hier mal einen kurzen Cut und find mal heraus, ob der Marcus-Bug bekannt ist, dass irgendwie alle Charaktere Marcus sind. Also, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, ich habe nachgeguckt. Das ist ein Bug, der irgendwie aus Versehen mal mit einem Patch reingekommen ist. Und jetzt wohl auch nicht mehr entfernt wird. Schade darum. Ich meine, vor allem, wie sie das geschafft haben. Das Spiel habe ich so super laufend in Erinnerung, ohne viele Bugs. Und jetzt mit dem Let's Play sind da Bugs noch und nöcher. Also, ich würde das als klare Katastrophe bezeichnen. Ei! Alles klar. Verstanden. Alles klar. Ich habe euch treu gedient, Majestät. Wäre ein neuer Titel nicht angemessen? Und ja, wir müssen auch den Sektor als nächstes erobern, weil wir an das Eisen da kommen müssen. Mhm. Eure Großmut beschämt mich, Majestät. Sofort. Alles klar. Banditen haben einen Karren erbeutet. Wie viel kostet das hier? Oh, da könnte ich eigentlich auch gleich schon einnehmen. Es aber erstmal hier sichern. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ich werde angegriffen. Jawohl. Wölfe. Verstanden. Ja, Wölfe. Ei. Verstanden. So. Machen wir hier mal ein bisschen zu. Machen hier eine Straße. Machen hier zu. Ah, noch mehr Banditen.